Wahrung ist frei. Die Rondra-Kirche unter Eila von Schattengrund hat die Stadt eingenommen und die reinigenden Regen mitgebracht. Die Wolkendecke reißt nach 7 Jahren auf und das Totenwetter verschwindet. Schmutz und Schlamm fließen durch die Straßen, waschen Müll, Blut und Staub weg und schwemmen unter die Spalten im Berg. Mit dem Donnern der Posaunen sind nicht nur die Tore gesprengt, Mauern eingestürzt, sondern auch Rassasors güldene Pyramide kollabiert. Versunken in einem klaffenden Loch ist nun auch der wahre Name von dem Schwarzgeflügelten unrettbar verloren. Doch ihr wart schneller und habt Teile davon in der Kugel von Raspyrus geborgen. Die schäumende Wut eines äonalten Kaiserdrachens könnt ihr nur vermuten. Während ihr euch durch die Straßen kämpft und ein Ghoul nach dem anderen fällt, Knochenhäufchen und Staub aus dem Weg schiebt und Aufständler niederschlagt, könnt ihr nach und nach auf dem großen Marktplatz zum Stehen kommen. Wahrung ist frei. Und so beginnen wir im Travier 1028 nach Bosbarans Fall. Nun, Jarland, was wollen wir tun? Ich denke, wir setzen uns erst einmal irgendwo hin. Eine Weile. Vielleicht sollten wir uns in die Villa von Rakulus zurückziehen. Dort haben wir wahrscheinlich mehr Ruhe als hier auf dem Marktplatz. Bin nicht sicher, aber ich habe mich noch nie so gefreut, das Regnen zu sehen. Vielleicht bleiben wir ein wenig draußen. Oh, es fühlt sich ganz gut auf der Haut an. Oh. Ihr seid selbst mit Blut, Staub und Eiter verklebt. Guckt nochmal nach oben. Die Kämpfe, die ihr mittlerweile geführt habt, sind wohl 2 Stunden lang. Auch wenn ihr die Zeit nicht ganz mitbekommen habt, aber irgendwann könnt ihr auch erkennen, wie sich Raphim bluttriefend auf euch zuschiebt. Ha! Raphim! Du Sauhund, lebst ja noch! Oh, ihr Tolles verpasst! Dasselbe könnten wir wohl sagen, nicht? Die Orleaner sind gestürmt. Recht erfolgreich, wie ich meinen möchte. Ja, wie ist es bei euch gelaufen? Wir haben ihn haben. Also, ich denke, dass wir ihn haben. Die Resonanz der Kugel hat sich... Ja, ist ja auch egal. Also, es ist alles besser gelaufen, als wir erwartet hatten. Das ist gut. Und was habt ihr erlebt? Jetzt erzählt doch mal. Foltert mich doch nicht. Oh, ich habe in der goldenen Pyramide habe ich dem Drachen einen kleinen Gruß hinterlassen. Ich habe ihm schön in seine goldene Pyramide Voltax hier reingekratzt. Ha. Ja, sehr vernünftig. Da ärgert es sich bestimmt. Das Wichtige ist wohl eher, wir haben den wahren Namen auf die Kugel übertragen. Ja, aber das habe ich doch schon gesagt. Er wollte ja wissen, was wir noch erlebt haben. Oh, ich habe ganz viele Echsen verbrannt. Ach, das war ein wunderbares Gefühl. Ah, und ihre Bruttümpel haben wir auch kaputt gemacht. Und ach ja, das war... Ah, da ist mein kleines Zwergenherz direkt aufgegangen. Ah, diese Echsen. Du hättest sie sehen sollen, Raphim. Eidechsen, größer als du, mit solchen Zähnen. Oh. Ja, bei mir waren nur Paktiere. Ja. Aber dafür einige. Drachengardisten. Durchaus formidabel, die Herren. Aber wenn sie brennen, kämpfen sie nicht mehr so gut. Oh, das ist richtig. Euer hilft doch gegen die meisten Probleme. Oh. Wobei das Wetter jetzt zugegebenermaßen nicht mehr die beste Möglichkeit ist, um Feuer zu legen. Ach, egal. Ich denke, auch dies ist eine seltene Gnade, die Götter uns erweisen. Schließlich wollen wir nicht, dass die Stadt abbrennt. Richtig. Aber sagt, was glaubt ihr, jetzt wo ich sie mir so ansehe, was mit den Leuten passieren wird? Verhungern. Schätze ich. 7 Jahre, die sie hier gelebt haben. Es wird wohl sicherlich einige Zeit brauchen, bis sie wieder zurück in den Schoß der Götter finden, aber... Solange die Rondra-Kirche ihre Hände über sie ausbreitet und sie beschützt, wird es ein Zeichen sein. Irgendwie werden wir es hinbekommen. Es besteht kein Zweifel, dass wir das Rechte getan haben. Aber ob das Volk es auch so sehen wird? Ja, bestimmt. Schließlich sind die meisten wohl hierher geflohen, weil sie in Beilung hungern. Aber wir haben Hexen erschlagen. Das müssen sie doch wohlwollend anerkennen. Nun, aber jetzt haben wir erst einmal 2 Städte voller Menschen, die nichts zu essen haben. Ich denke,
Sie sind uns wesentlich weniger wohlwollend, wenn ihre Melken leer sind. Sie hatten auch Arbeit. Es mag zwar seltsam klingen, aber die Nekromanten haben sie in Arbeit gepresst. Und solange man etwas zu tun hat und die Zeit verbringen kann, so nutzlos das auch gewesen ist, aber... Nun, es ist genug hier in der Stadt zu tun. Es muss sehr viel gesäubert werden. Ja. Gut, wie geht das jetzt weiter? Wohin? Schließen wir uns der Rondra-Kirche an oder ziehen wir uns zurück in die Villa von Rakulos? Natürlich müssen wir mit der Heeresleitung sprechen. Wir wurden doch extra hierher gesandt. Dann sollten wir am besten von hier aus durch die Stadt. Vielleicht sind sie gerade in Hochfahrung und führen dort ihre Kämpfer. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das wäre der Ort, wo ich sie suchen würde. Ja, gehen wir hoch. Schnell dorthin. Diesmal über den rechten Weg. Und während ihr von dem Marktplatz aus in die Richtung geht, wo ihr dann die Serpentinen nach oben geht, könnt ihr wohl erkennen, wie auf der Straße ein großer Balken eingestürzt ist, Steine, die runtergebrochen sind und dort tatsächlich dann eine schwarze Stute halb begraben ist, noch ein Pfeil, der in dem Bauch dieses edlen Tieres steckt und das Tier sich da wohl so ein bisschen quält und windet. Oh weh, kennt sich jemand mit Tieren aus? Wenig. Aber mir, du vielleicht? Wo ist Kiaras, wenn man ihn braucht? Wir sollten diesem Leiden ein Ende bereiten. Blick mal kurz. Ich befürchte, er hat recht. Ich blicke kurz über das Pferd und nicke dann, wenn nichts zustimmt. Kann man das Tier befreien? Also kann ich den Balken wegheben? Also, ist sicherlich, wenn man stark genug wäre, geht das sicherlich, klar. Ja, Lan. Isarun, fasst mal mit an. Ja, du da drüben und wir hier. Ja. 1, 2, 3. Ja, ich verzichte mal an dieser Stelle auf die Körperkraftprobe. Du wirst sicherlich gemeinsam mit der Hilfe deiner Mithelden stark genug sein. Und während du den Balken anhebst, gibt wohl weiterer Schutt nach und du kannst erkennen, wie das Pferd zu schrumpfen scheint. Was ist das? Ja, es ist ungewöhnlich. Und sich dann nach und nach die schwarze Farbe zurückbildet und dann vor dir, vor euch eine nackte, thulamitische Frau liegt, immer noch blutend, mit Schutt, mit ja, Staub an ihrem gesamten Körper, blutend, liegt sie vor euch, zitternd, stöhnt. Ja, hallo, Pferdefrau. Geht es? Trägt die Frau einen Dämon mal? Ja, schon gestern. Sie trägt kein Dämonenmal, aber sie trägt eine sehr auffällige Tätowierung. Also wenn sie sich stöhnend auf den Rücken wälzt, dann seht ihr, dass sie um den Bauchnabel rum eine recht aufsehenserregende Tätowierung hat. Es ist eine Blume. Mit viel Fantasie kann man sich vielleicht denken, dass es eine Rose ist. Und die schillert in allen Farben der Zar. Und ihr wart ja mit Kiaras unterwegs. Auch Kiaras müsste so eine Rosentätowierung gehabt haben. Wer seid ihr? Warum wart ihr ein Pferd? Seid ihr gefallen oder nicht? Geht es euch gut, Pferdefrau? Frau rappelt sich auf. Sie hat extrem langes schwarzes Haar und ist, wie ihr jetzt bemerkt, außergewöhnlich schön. Und sie murmelt, wer seid ihr? Rafim, und ihr seid? Zulamin al-Shabra. Seid ihr mit dem Rondrian angekommen? Nein, vorher. Genau, wir haben... Rafim, kann es sein, dass Ayla von euch gesprochen hat? So am besten will ich hoffen. Ich kam mit Bibanel von Hengisfort. Ich habe sie in die Schlacht getragen. Aber der Oger hat mich gegen die Wand geschmettert. Wir müssen sie suchen. Die Stute ist mit mir durchgegangen. Und ich bin geflohen. Sie kämpfte noch gegen den Oger. Könnt ihr mir helfen? Wartet. Auf ihm greift in seine Tasche. Trink das. Würde ihr einen Heiltrank C zuschmeißen.
Danke. Nee, D ist gelogen, D. Sie setzt sich, um den Trank trinken zu können, und ihr seht, dass ihre komplette Seite so grün-violett verfärbt ist. Eventuell sind auch ein paar Rippen angeknackst. Also sie ist anscheinend in Pferdegestalt irgendwie gegen eine Hauswand geschmettert worden. Aber ich denke, der Heiltrank wird sehr schnell Wirkung zeigen. Und sie fasst sich dann auch ein wenig und ihr Blick gleitet über euch, über die Umgebung. Sie versucht sich zu orientieren, wo sie hergekommen ist. Das Tor ist in der Richtung. Seid ihr durchs Tor gestürmt? Ja. Naja, muss durch den schlängelnden Pfad oder den geraden, weil das gerade müsste da hinten sein, der schlängelnde Pfad da vorne. Ich höre nichts mehr. Ist die Schlacht vorbei? Die Schlacht ist gewonnen, ja. Das ist gut. Ja, wie gegen Ogre gekämpft hat, kann er wohl nicht weit weg sein. Auf die eine oder die andere Weise. Seht euch einmal um und um Himmels Willen, hat jemand einen sauberen Mantel? Sauber habe ich nicht, aber blutverschmiert hätte ich. Ich habe nichts in der Größe, nein. Masaru zieht dann seine grüne Robe raus und würde sie dann ihr reichen. Bitteschön. Das ist zwar das falsche Grün, aber immerhin habt ihr etwas über. Hab Dank. Mir ist etwas kalt. Lasst uns Eila von Schattengrund suchen. Wollt ihr euch nicht erst ein wenig ausruhen? Und anziehen. Und sie streift sich die grüne Robe von Asabo über den Kopf. Los, vielleicht können wir noch einen Troll töten. Ja, ja, jetzt warte. Ogre, Rafim, Ogre. Ist doch egal, meine Güte. Nein, ich glaube, das ist nicht egal. Ich glaube, die Ogre sind viel dümmer als Trolle. Ich blick mich mal auf den Spaß an der Schlacht kaputt. Ich blick mich mal auf den Platz um. Ist hier irgendwo irgendwelche eingebrochenen Mauern, Häuser, irgendwas, wo ein Ogre durchgewalzt sein könnte? Also, das kannst du jetzt, wo die Posaunen erklungen sind, könnte das quasi überall passiert sein. Ja, okay. Riecht es hier irgendwo nach Ogre? Hier zumindest nicht mehr. Aber wenn ihr euch ein bisschen umseht, könnt ihr tatsächlich Blutspuren von einer einzelnen Hand entdecken, die auf Trollhöhe ist. Ich glaube, hier ist jemand ziemlich Großes durchgekommen. Sieht ganz so aus. Komm, greifen wir, und wir beide gehen vor, die Magier nach hinten. Na, wir können zumindest mal schauen. Wenn ihr dann der neuen Straße folgt, war die Hauptstraße aktuell ähnlich wie das in Gareth vor ein paar Monaten noch der Fall ist, von Splittern und Mauerbruchstücken gesäumt ist, könnt ihr wieder an die Stelle kommen, wo Rafim aus dem Paios-Tempel gestürzt ist. Direkt gegenüber der Hort von Konkara könnt ihr dort erkennen, wie die untote Grüla liegt. Dieses Mal fehlt ihr auch der zweite Arm, und dort könnt ihr erkennen, zwei Rondrianerinnen, die dort eine kniet, die andere liegt. Die Kniende betrauert wohl gerade die Liegende, und wenn sie sich dann erhebt, könnt ihr sehen, wie wohl eine ungefähr 60-jährige Rondrianerin mit Tränen in den Augen euch zunickt. Sie hat wohl 20 Pfeile in der Brustplatte an ihrem gesamten Körper irgendwo, die die Rüstung durchschlagen haben, was ihr allerdings weniger Schmerzen verursacht. Aber sie sieht so gerade aus wie ein Igel. Sulamin, du erkennst die Sennenmeister des Südens, die Sennenmeisterin. Bibernel, Ai Baburi. Sulamin stürzt vor und beugt sich über sie. Ogara ist gestorben. Oh nein. Ibanel streicht sich mit ihrem platten Handschuh so ein bisschen links und rechts die Träne aus ihrem dann noch etwas faltigen Gesicht und streift sich ebenso den Handschuh ab. Und gebt euch dann die Hand. Geht es euch gut, euer Eminenz? Es tut mir so leid. Ich
Ich wollte euch nicht im Stich lassen, aber die Stute ist mit mir durchgegangen. Du hast mich nicht im Stich gelassen, Sulamin. Danke, dass du mich getragen hast. Geht es dir gut? Ja. Ich wurde unter einem Gebäude begraben, aber diese Helden hier haben mich befreit. Und mich freundlicherweise begleitet, um nach euch zu suchen. Dann seid ihr Abelmir, Boltax, Isarun, Rafim und Yalan? Das so ist mir eine aus. Ehre. Die Ehre ist ganz auf unserer Seite. Das ist ja allerdings. Ich behaupten, aber braucht ihr einen Heiltrank? Ein Heiltrank, er sieht ziemlich fertig aus. Sie zieht sich den Helm ab, kannst sehen, wie dann wohl auch 4 Pfeile in ihrem Helm alleine zu stecken scheinen, die dann wohl auch das Metall durchschlagen haben, schüttelt dann aber den Kopf. Nein, mir geht das gut. Danke. Ich mag die Frau. Widerstandsfähig wie ein Zwerg. Nun, der Rest eurer Glaubensgefährten wird auf dem Berg sein. Wenn ihr wollt, werden wir euch dort mit hin begleiten. Ich werde noch etwas bei Ogara bleiben. Verzeiht mir, dass ich mich nicht ordentlich bei euch erkenntlich zeigen kann, aber dies wird dann sicherlich Ayla an meiner Stelle machen. Sie wird sich sicherlich oben in Hochwahrung befinden. Zumindest waren das die Dinge, die sie sagte. Ihr habt eure Pflicht getan, als ihr die Stadt befreit habt. Mehr Dank brauchen wir nicht. Sie nickt. Nun, worin mit euch? Auch in dieser verfluchten Stadt. Alle Götter mit euch. Ihr werdet sie brauchen. Passt auf die Gule auf. Sulamin sieht sie fragend an. Möchtet ihr allein sein? Ja, ich muss mich von meiner Freundin verabschieden. Sulamin neigt den Kopf und schließt sich dann den anderen an. Kommt schon, Paktierer, warten. Ja, das kann gut sein. Denke nicht. Naja, die in diesem... Ja, also du weißt, wo wir in dem Keller waren und diese komischen Geräusche gehört haben. Vielleicht haben die sich in diesem Keller verschanzt. Also, Wir zünden das ganze Gebäude an. Oh, das gefällt mir. Das ist genau in meinem Sinne. Ich fürchte nur, dass es nicht in aller Sinne sein wird. Nun, wir werden erfahren, wie eine Sache aussieht. Kommt. Ja, wieder geht ihr die Mauern nach draußen, könnt dann durch das durchgebrochene Tor die Serpentinen nach oben treten und dann über die andere Seite dieses Mal an den Mauern vorbei in Richtung der großen Arena der Echsen, wo hier schon die ersten Söldner, Soldaten aus verschiedensten Ländern dann die Toten aufbahren. Vor allem erst einmal die Menschen, die Zwerge und auch einige wenige Elfen, die sich dann dem ganzen Zug angeschlossen haben. Die Echsen werden erstmal liegen gelassen und dann später irgendwann verscharrt und verbrannt. Ihr könnt erkennen, wie ein riesiger Spalt, eine kleine Kluft in dem Berg jetzt nach unten ragt und den gesamten Teil der Pyramide verschluckt hat. Es gibt wohl noch ein bisschen Gold, was da zwischen dem Staub entlang schimmert, aber der Nebel, den Abelmir vor wenigen Stunden dann hier projiziert hat, ist mittlerweile verschwunden. Es gibt aber immer noch viel Staub, der in der Luft liegt, sodass es eben so schwierig ist, das Ganze dann mit den Augen zu durchdringen. Könnt ihr dann aber auch tatsächlich Ayla von Schattengrund erkennen, die ihr vor kurzem erst in Romulus gesehen hattet, die sich dann auch mit Sorgen im Blick zu euch umdreht, nachdem sie dann so ein bisschen sich gesammelt hat und dann auf euch zutritt. Ihr Helden, geht es euch gut? Ja, ein Bier wäre jetzt nicht verkehrt, aber ansonsten doch. Dem Umständen entsprechend. Richtig, wir haben eine. Wie lief der Zug hierher? Der Zug gestattete sich als weniger schwierig als gedacht. Wir haben zwar das Wenige noch zusammentrommeln können, aber ich glaube, es war vor allem euch zu verdanken, dass der Ansturm so sehr glimpflich ablief. Wir haben mit sehr viel mehr Gegenwehr gerechnet. Ja, doch, wir konnten einige böswillige Subjekte hier ausschalten, nicht wahr? Das will ich meinen. Die Rundra-Kirche schuldet euch großen Dank. Ganz generell das Mittelreich und all die göttertreuen Menschen, Elfen, Zwerge. Sie alle schulden euch euren Dank. Das erste Mal, dass wir in diesem Jahr des Feuers
etwas aufzuatmen haben. Ihr habt Mut und Heldentum bewiesen und Bereitschaft, euer eigenes Leben für die Kirche zu geben. Wir tun alle nur unsere Pflicht. Der Göttersegen ist Dank genug. Ihr tut weit über die Maße etwas für das Reich. Niemand kann von euch erwarten, so eine Bereitschaft zu geben. Ich werde mit Rohaya über eure Dienste hier sprechen. Naja, wir haben ja alle das gleiche Interesse, diesen vermaledeiten Drachen zu Fall zu bringen. Dennoch wird nicht jeder dieser Mission freiwillig zustimmen. Es werden noch viel übers Nirgend mehr gehen, ehe sie getan ist. Nun ja, aber das Jahr ist noch jung und viele gute Taten werden folgen. Richtig. Der Markgraf von Warung wird wohl demnächst auch eintreffen. Zumindest wollte er sich bei seinen aranischen Freunden noch dafür einsetzen, dass wir hier demnächst noch etwas mehr zu essen bekommen und die ersten Hungernden nicht nur in Beilung, sondern auch in Warung dann versorgen können. Ja, die ist eine gute Kunde. Ein guter Freund von mir. Ja, das sagte er bereits, als ich mit ihm sprach. Er erkundigte sich nach euch und... Ach, war das der die Blume geschenkt hat, aber mir? Genau, die weltberühmte Morini natürlich. Oh, dann ist er bestimmt ein wirklich guter Freund. Ist ein sehr guter Freund. Ich kenne ihn schon geraume Zeit. Ein paar Jahre. Ah, so. Ja. Das ist sehr interessant. Nun, aber mir, dann solltet ihr Boltax vielleicht auch erzählen, wie ihr aus dem Gefängnis geflohen seid, zwinkert Eile dir zu mit einem schämischen... Nun ja, das ist eine Geschichte für das Lagerfeuer. Oh doch, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt kommt schon, Adelmir. Jetzt hast du einmal die Chance, von deinen Heldentaten zu berichten. Die Admiralität verflucht euch noch heute. Nun ja, es war ein kleiner Lausbubensteich, könnte man sagen. Die Befreiung, naja. Oh, ihr seid also ein Pirat? Ich würde es ein Renegat nennen. Die Umstände damals erforderten eine gewisse Widerstand gegen die örtliche Herrschaftsstruktur, könnte man sagen. Aha, also für mich klingt das sehr nach Pirat. Aber Pirat und Renegat klingen auch sehr ähnlich. Also ein Renegat ist etwas anderes als ein Pirat. Ein Pirat ist nur sich selbst verpflichtet. Ich handelte im höheren Auftrag, könnte man sagen. Na, das will ich euch ja gar nicht absprechen. Auf jeden Fall sehr interessant. Wo wir gerade von denen sprechen, in deren Auftrag ihr handelt. Was wird nun mit Trondvik von Brigelsaum? Wird er in die Stadt zurückkehren? Greifmund! Schallt es einmal über den Platz. Ich wende mich um und schaue, wer da ruft. Ja, vor dir steht offensichtlich ein Bannstrahler. An der typischen Tracht eines Bannstrahlers mit Wappenrock und einem natürlich aufgrund der Kämpfe relativ angeschlagen, Schweiß und Dreck im Gesicht, Schwert in der Hand, funkelt dich zornig an. Das Gesicht, vielleicht hast du es schon mal gesehen, dann wird es dir sicherlich langsam dämmern und einen Namen, den du dazu assoziieren kannst. Priodan von Brigelsaum steht vor dir. Bruder, schön dich zu sehen. Bruder? Mich nennt ihr Bruder? Ich trete auf dich zu, komme mit schwerem Schritte ziemlich eilig näher und muster dich von oben bis unten und mein Blick bleibt auf deiner Goldhand hängen. Selbstverständlich. Und wir doch beide im Bahnstrahl. Ich kann niemanden guten Gewissens Bruder nennen, der sich Ketzern anschließt. Und dann auch noch hier frei herumrennt und sich ein Held nennen lässt. Der Einzige, den ich mich angeschlossen habe, ist Praios, lebender Heiliger. Und schon fangt ihr wieder an mit euren Ketzereien hier vor versammelter Mannschaft, sogar vor dem erhabenen Schwert der Schwerter. Du wirst deine Wahrheiten schon erkennen eines Tages. Ich habe die Wahrheit sehr wohl erkannt und sie liegt nicht dort, wo ihr glaubt. Ich mache dir keine Vorwürfe. Ist Albui nicht auch ein Brigelsaum? Priodan. Das ist wohl wahr. Der Erleuchtete war. Der spuckt einmal dabei dann aus. Der Erleuchtete war ein Brigelsaum, bevor ihn seine höhere Bestimmung ereilte. Bevor ihm seine wahres Erbe zuteil wurde. Mhm. Und was macht euch da so sicher, dass dem so ist? Ihr habt ihn nicht gesehen. Ihr habt ihn nicht gehört. Ich habe ihn gesehen und gehört. In der Spricht ist es, als würden die Greifen selbst singen.
Offensichtlich habt ihr einen Schlag auf den Kopf bekommen mit eurer offensichtlichen Goldhand. Was verbergt ihr unter dem Gold? Ein Pakt mal? Ich sage euch ganz genau, was ich unter dem Gold verberge. Die Verwundungen und die Male, die ich im Dienste Prayers hinnehmen musste. Verwundung und Male? Er zeigt fragt jeden hier, sie wissen ganz genau, was sich darunter verbirgt. Preyodan zeigt dir so mehr oder weniger, nicht direkt, aber er wendet sich so ein bisschen dir zu und du siehst auch, er ist, hat, ja, Wunden davon getragen, schwere Schnitte und das Kettenhemd ist ebenfalls aufgerissen an einigen Stellen und so. Wunden und Male, jeder von uns trägt Wunden und Male, hier, gerade hier vorhin. Ihr gehört ins Gefängnis. Man kann sich nicht sicher sein, was ihr da mit euch tragt. Vielleicht habt ihr tatsächlich ein Packmal, vielleicht auch nicht. Aber in jedem Fall gehört ihr ins Gefängnis und untersucht. Und nicht hier auf die freie Straße. Und vor allen Dingen nicht in die Gesellschaft solcher erhabener Helden. Und damit blickt er alle anderen an, aber eben nicht dich. Die Reinheit meiner Seele ist zweifelsfrei bewiesen. Aber lass uns nicht streiten, Bruder. Asaro lehnt sich so ein bisschen rüber zu Isarun. Habt ihr das nicht auch schon mal untersucht? Vor einiger Zeit.